Die wohl älteste Kulturpflanze der Welt ist die Zwiebel. Sie wird schon seit etwa 5000 Jahren als Nahrungsmittel und Heilpflanze verwendet. Die Zwiebel gehört zur Familie der Lauchgewächse. Die mehrjährige Pflanze wird bis zu einem Meter hoch. Ihre Röhrenblätter sind oben hohl und kräftig grün. Unten bilden sie die Zwiebel. Im Winter sterben alle oberirdischen Teile ab. Die Pflanze überlebt im unterirdischen Speicherorgan. Die grünen Röhrenblätter setzen sich in dieser Zwiebel fort. Der eigentliche Stängel der Pflanze ist so stark verkürzt, dass er nur noch eine kaum wahrnehmbare scheibenartige Fläche ist, auf der direkt die Blätter entspringen. Zwischen Juni und August schiebt sich ein Trieb, der später die Blüte bildet, durch die Mitte der Zwiebelknolle. Aus vielen Einzelblüten bildet sich ein kugelig aussehender Blütenstand. Jede einzelne grünlich-weiße Blüte steht an einem langen Stiel. Die einzelne Blüte hat 6 sternförmige Blütenkronblätter und 6 Staubblätter. Zwischen den 3 Fruchtblättern liegen die Nektarien. Von ihrem süßen Saft werden Insekten zur Bestäubung angelockt. Nach der Bestäubung wachsen aus den Fruchtblättern kleine Kapselfrüchte mit schwarzen, eckigen Samen heran. Für den Anbau werden aus ihnen kleine Steckzwiebeln gezogen, die meist erst im darauf folgenden Jahr ausgepflanzt werden. In den Wänden der Zwiebelzellen befindet sich die Aminosäure Isoalein. Im Inneren dieser Zellen ist das Enzym Alliinase vorhanden. Beim Schneiden der Zwiebel kommen beide Stoffe zusammen und bei einem chemischen Prozess entsteht ein Gas, das unsere Augen reizt. Die Zwiebel ist neben ihrer Nutzung als Nahrungsmittel auch als Arzneipflanze wichtig. Die enthaltenen Knoblauchöle lindern Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane. Bei Insektenstichen nehmen sie den Juckreiz. Zwiebeln waren schon bei den alten Ägyptern Volksnahrung. Die Bauarbeiter an den Cheops-Pyramiden wurden unter anderem mit Zwiebeln entlohnt. Es gibt rund 650 verschiedene Zwiebelarten. Zur Verwandtschaft der Küchenzwiebel gehören Knoblauch, Schnittlauch, Schalotten sowie der Bärlauch. Aber auch viele Gartenschönheiten, wie zum Beispiel der Zierlauch, sind Verwandte der Zwiebel. Da nur noch eine kaum wahrnehmbare scheibenartige Fläche ist, auf der direkt die Blätter entspringen. Zwischen Juni und August schiebt sich ein Trieb, der später die Blüte bildet, durch die Mitte der Zwiebelknolle. Aus vielen Einzelblüten bildet sich ein kugelig aussehender Blütenstand. Jede einzelne grünlich-weiße Blüte steht an einem langen Stiel. Die einzelne Blüte hat 6 sternförmige Blütenkronblätter und 6 Staubblätter. Zwischen den 3 Fruchtblättern ihre Röhrenblätter sind oben hohl und kräftig grün. Unten bilden sie die Zwiebel. Im Winter sterben alle oberirdischen Teile ab. Die Pflanze überlebt im unterirdischen Speicherorgan. Die grünen Röhrenblätter setzen sich in dieser Zwiebel fort. Der eigentliche Stängel der Pflanze ist so stark verkürzt, dass die wohl älteste Kulturpflanze der Welt ist die Zwiebel. Sie wird schon seit etwa 5000 Jahren als Nahrungsmittel und Heilpflanze verwendet. Die Zwiebel gehört zur Familie der Lauchgewächse. Die mehrjährige Pflanze wird bis zu einem Meter hoch. Liegen die Nektarien. Von ihrem süßen Saft werden Insekten zur Bestäubung angelockt.
Nach der Bestäubung wachsen aus den Fruchtblättern kleine Kapselfrüchte mit schwarzen, eckigen Samen heran. Für den Anbau werden aus ihnen kleine Steckzwiebeln gezogen, die meist erst im darauf folgenden Jahr ausgepflanzt werden. In den Wänden der Zwiebelzellen befindet sich die Aminosäure Isoalein. Im Inneren dieser Zellen ist das Enzym Alliinase vorhanden. Beim Schneiden der Zwiebel kommen beide Stoffe zusammen und bei einem chemischen Prozess entsteht ein Gas, das unsere Augen reizt. Die Zwiebel ist neben ihrer Nutzung als Nahrungsmittel auch als Arzneipflanze wichtig. Die enthaltenen Knoblauchöle lindern Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsfähigkeit.